Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt an Spot Nummer 3. Ich habe gedacht, komm, dann zeigen wir den Spot auch noch. Hab mich hier einfach mal hingestellt und wir holen die jetzt mal raus hier. Und ich konnte den F1 Karpfen eben als Trophäe bekommen. Hier ist ja der Banana Joe Spot, also alles auf Banane. Ehe der da rumpiept, können wir ja mal gucken hier. Das ist ja, wo ich sagte, hier 10 Meter bei dem Steg hier, 56, 60, 10 Meter Clip. Und 35 Minuten sind wir hier, schön angefangen. Einfach nur auf Banane gelb, F1 Karpfen. Entschuldigung. Ja, der hatte auch schon 170.000 XP gebracht, Knaller. Ja, und hier ist er dann, auf Banane gelb, Grad Trophy mit 3 Kilo. Also kann sich sehen lassen. Schöne Selten dabei. Entschuldigung, verdammt nochmal. In der halben Stunde. Und da kommt noch ein F1. Dürfte auch gut sein. 2,3 Kilo. Wieder 10 Kilo ist der Clip. Guck mal, was der da rumdudelt. Lewe, Junge. Jetzt geht er aber los hier. Ach, der hat auch Dreck genommen. Könnte wieder ein Seltener sein. Auf jeden Fall schwerer. Ja, ist ein Spiegler. Nehmen wir auch mit. So. Den nehmen wir auch noch mit. Lebe jung. Also ein kleiner Spiegelbaby. Nehmen wir auch noch mit. Dann gucken wir einfach mal Setup rein. Mann, 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 Junge, ey. Verreck doch. Also, Entschuldigung. Also ich angle ja eh mit 27,2 Kilo Vorfach mit Pop-Up-Montage und ich habe alle drei auf 20 cm. Ich denke mir so wie beim richtigen Karpfen angeln, im richtigen Leben, was soll das Ding 60 cm über Grund schweben? Ja, den Pop-Up, also 20 cm über Grund, fahre ich ganz gut mit hier. Banane gelb. Bananenpunsch, der im Übrigen überall ausverkauft zu sein scheint, nur für Gold gerade zu erwerben ist. Ich habe gleich auch nichts mehr. In diesem Sinne wollte ich euch das Video nicht vorenthalten, mal den Spot noch zeigen. Maismehl, dann habe ich als Zusatz Mais Feed Pellets 3, Banane Feed Pellets 7 und 12. Dann habe ich den Banane 14 gemahlen. Das ist der sinkende 14er Boilie und einfach Banane als Aroma. Und da beißt es auf jeden Fall, wie man sieht, fröhlich drauf. Dann haben wir schon wieder was. Ja. Zwar klein, aber egal. Wieder ein seltener. So, dann gucken wir mal auf der mittleren Route noch eben nach. Da ist wieder was kräftiger. Links geht es auch schon wieder los. Ja, jetzt kommen hier die Spiegel. Auch egal. Bringen auch Geld. Zack. Der hat auch schon reingehauen. Das wäre so ein F1er. Bringen auch ganz schön XP für die kleinen Dinger. Kann man nichts sagen. So, ja, gehen wir mal eben gucken, was so ein F1 als Trophy bringt. Und dann habt ihr auch alles gesehen. Mehr muss man ja auch nicht zeigen. Dann haben wir jetzt schon mal die drei aktiven Spots abgearbeitet. Da könnt ihr euch mal ein Wochenende rumprobieren. Schönes langes Pfingstwochenende, yes. Freue ich mich auch schon drauf. So. Wir haben jetzt ja, 560 Silber in 38 Minuten, hier 2,5 Kilo 30 Silber, der bringt, na, hier ist der Trophy, 98 Silber, ja. Und ihr seht die hier, 60, 50 Silber. Ja. So, der hier, 72 Silber, kann man hier auch 30 Silber, also die bringen richtig Geld, die Dinger. Und die beißen eher einfach nur auf den... Ja, auf den Kunstmais, ne? Also, ganz ehrlich, da ziehe ich den ganzen Tag lieber die hier rein, weil die bringen echt Geld dafür, muss man sagen. Ne? Ja, nicer Spot. Schnell wieder hin. Ich glaube, da hat es gepiept. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende. Haut's da rein, Petri, und tschüss.